Und als Beispiel möchte ich Ihnen jetzt der Ebenenbewegung das rollende Rad nehmen. Das rollende Rad als Beispiel der Ebenenbewegung auf der schiefen Ebene. Rollendes Rad. Auf schiefer Ebene. Ich zeichne jetzt also das Rad, diesen Kreis, das ist die schiefe Ebene. Der Neigungswinkel ist Alpha, da ist der Mittelpunkt, da ist die Berührung, das ist der Berührungspunkt B. Damit das Rad rollt auf der schiefen Ebene, muss natürlich genügend Reibung vorhanden sein. Wir nehmen an, es ist genügend Haftreibung vorhanden. Das Rad hat M und R. Und was heißt nun Rollen? Das Rollen heißt Folgendes. Es muss, wenn ein Rad rollt, der zurückgelegte Weg gleich dem Bogen sein, dem abgewickelten Bogen. Wir sehen diese Strecke, wenn also das Rad um die Strecke nach vor gewandert ist, dann ist das hier das X. Sehen Sie, ist das der Winkel. Ursprünglich, wenn ich diesen Bogen darunter abwickle, dann sitzt der Punkt da. Und da geht hinauf, ich zeichne es absichtlich ein bisschen daneben, damit Sie nicht glauben, das muss genau hier am Ende sein. Das wäre jetzt die Koordinate x, nicht? xs. Die Lage des Schwerpunktes ist durch xs angegeben. Das ist dieses rote Stück. Also, naja, da sind lauter Glasl, aber haben wir irgendwas Rundes? Ah, das da hier. Also, das ist unser Rad. Wenn Sie das anschauen, da ist der Mittelpunkt, dann. Das muss man mal einfach so machen. Wenn das der Ausgangspunkt unserer Drehung ist, wenn sie da hier beginnt, dann rollt das so weiter. Das ist der, im Augenblick der Berührungspunkt da unten, nicht? Da hier. Und der Bogen, das gibt ja den Drehwinkel an, Phi. Der Bogen ist jetzt abgerollt. Das heißt, die Bewegung des X hier, nicht? Wenn ich das hier festhalte, dann ist das genau das R mal Phi, der abgerollte Bogen. Und das heißt also jetzt, dass die Rollbedingung ist eine kinematische Bedingung. Wenn ich sage, etwas rollt, dann heißt es, ich erzwinge den Zusammenhang zwischen der Fortbewegung und der Drehbewegung. XS ist gleich R mal Phi, wobei Phi jetzt dieser Winkel ist. Und R Phi ist der rote Bogen am Kreis und das ist eben der abgewickelte Bogen, ist gleich groß und gibt das XS. Wenn ich nun zweitens sage, ja, XS ist R Phi, das YS, wenn ich da ein Koordinatensystem, denken Sie sich da jetzt, das Y-System darauf noch, nicht? Ys, dann ist das Ys, sehen Sie ja, konstant gleich R, wenn ich da unten den Koordinatenursprung mache. Ys ist konstant und Phi ist die Drehung, Sie sehen, die Drehung gegen eine raumfeste Richtung. Das ist nämlich diese, der Radius, nicht? Den lasse ich immer gleich. Den führe ich sozusagen mit. Am Anfang, zu Beginn meiner Bewegung, war der Punkt da unten und der ganze Kreis war da.
Nicht? Zum Anfang der Bewegung war der Kreis da. Und der Radius, der jetzt so schräg liegt, der war gerade. Normal zur Achse. Und der hat sich jetzt, sehen Sie, um Phi gedreht. Ich habe also, das sind meine drei Koordinaten. Phi ist der Drehwinkel. Jetzt muss ich Kräfte einführen. Ich sage, das soll auf der schiefen Ebene unter der Wirkung des Gewichtes, na, sagen wir, das Gewicht sei jetzt grün, mg, herunterrollen. Dann brauche ich natürlich ein, naja, brauche ich die Reaktionskräfte. Das ist hier, ist das? Was ist das für Farbe? Oh Gott! Ach so, bei mir schaut es nicht weiß aus. Tintenfarbe. Wo ist die Tinten? Na, Tintenfarbe. Ach Gott, mache ich halt blau, nicht? So, die Tintenfarbe. Oh Gott, was habe ich jetzt? Da habe ich wahrscheinlich den Kugelschreiber verloren. Das ist F normal. Und das ist F tangential. Ich nenne sie FH. Die Haftkraft. Es treten also zusätzlich jetzt da unten zwei Kräfte auf. Die Normalkraft im Berührungspunkt und F. Das N und H, da muss man vorsichtig sein, nicht, dass man den Hakel zu wohl lang genug macht. Das ist die Haftkraft im Berührungspunkt. Und dazu noch das Gewicht. Das sind die drei Kräfte, die hier mitwirken. Und jetzt schreiben wir die Bewegungsgleichung an. Also für XS und YS Bewegungsgleichung. Wenn Sie da zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt das XS2-Punkt rechnen, dann ist ja R konstant, dann ist das nichts anderes als das R Phi2-Punkt. Wenn Sie da YS2-Punkt bilden, ja, das ist ja konstant. Also ist es 0, YS2-Punkt. In der Y-Richtung, die ja parallel zur schiefen Ebene ist, findet ja keine Änderung der Höhe statt. Das wäre nur dann der Fall, wenn der Schwerpunkt nicht in der Radachse liegt, sondern exzentrisch. Dann fängt sie zu hupfen an. Und ich schreibe jetzt auf den Schwerpunktsatz, M XS2-Punkt ist gleich Komponente des Gewichtes treibend, nicht? Mg Sinus Alpha ist die Gewichtskomponente, minus der Haftkraft Fh. In der Y-Richtung MYS2-Punkt ist gleich die Gewichtskomponente minus, weil sie ja nach unten geht mit Cosinus Alpha, minus Fn plus. Natürlich haben Sie recht, plus Fn. Und weil das Ganze 0 ist, in der Y-Richtung, habe ich die Normalkraft n ist gleich dem Gewichtanteil Cosinus Alpha. Nicht? Wenn das da, das ist quasi eine statische Gleichung, nicht? Weil die Beschleunigung 0 ist. Und drittens habe ich Theta S Phi 2 Punkt ist gleich dem Moment um die Achse S. Und da gibt das Gewicht kein Moment, weil es durch die Achse geht. Es gibt das Fn kein Moment, weil es durch die Achse geht. Es gibt also nur die Haftkraft Fh, ein Moment im Abstand R und zwar plus. Weil der Winkel Phi ja rechtsdrehend positiv ist, nicht? Wenn Sie die Achse da auf S halten, dann sehen Sie,
Das FH dreht genau in der Richtung von Phi. Also muss es Plus sein. Und Fn und Mg geben kein Moment bezüglich S, weil sie keinen Hebelarm haben. Und das bedeutet jetzt, wir haben im Grunde da hier 1, 2, 3 Gleichungen. Wir haben eingeführt Xs, Ys, Phi, Fh, Fn. Wir haben gesagt, Ys ist natürlich 0, das wissen wir schon. Also wir brauchen noch die kinematische Bedingung, dass das Xs gleich ist R mal Phi. Dann folgt daraus Xs 2 Punkt ist R Phi 2 Punkt. Ich rechne aus der 1, 2, 3, 4. Ich rechne aus der dritten Gleichung das Phi 2 Punkt aus. Nein, entschuldigen Sie, das FH natürlich. Ich rechne da das FH aus. FH ist gleich Theta S durch R mal Phi 2 Punkt. Setze es in 1 ein. Und setze auch den Vierer in 1 ein und erhalte dann M. Xs 2 Punkt heißt R Phi 2 Punkt. Ist gleich M mal G mal Sinus Alpha minus Fh. Das ist aber Theta S durch R mal Phi 2 Punkt. Das Phi 2 Punkt gebe ich nach links. Und ja, gut, jetzt auch anders machen können. Dann steht M mal R plus Theta S durch R, Klammer, Phi 2 Punkt ist gleich M G Sinus Alpha. Ich multipliziere die ganze Gleichung jetzt mit R, dann schaut es ein bisschen besser aus. Dann habe ich Theta S plus MR Quadrat mal Phi 2 Punkt ist gleich MGR Sinus Alpha und damit Phi 2 Punkt ist gleich M mal G mal R. Das, was da steht, ist das Theta B mal Sinus Alpha gleich konstant. Die Drehbeschleunigung ist konstant, damit kann ich natürlich das Phi-Punkt ausrechnen, ist mgr durch Theta b. B ist also der Berührungspunkt, nicht? Aus dem Satz von Steiner könnte man da Theta b schreiben. Mal t mal Sinus Alpha. Und Phi ist dasselbe, weil ich ja t gleich 0, Phi-Punkt gleich 0, Bewegung aus der Ruhe, dann kann ich das c weglassen. Und wenn ich dann auch noch sage, Phi ist 0, dann ist auch das zweite C weg. Und wir haben da die Rollbewegung des auf der schiefen Ebene herunter. Und die Frage ist jetzt, ja, rollt denn der überhaupt noch? Das heißt, ich frage jetzt, welche Haftkraft ist denn erforderlich, damit das überhaupt rollt? Und dazu gehe ich in die Gleichung 1 und sage, Fh muss also gleich sein. Mg Sinus Alpha minus M Xs 2 Punkt, also Mr Phi 2 Punkt. Ist also gleich, ich kann jetzt im Nachhinein die Kraft ausrechnen, die ich brauche, ist gleich M mal R, puh, lass uns mal überlegen, ja, es muss alles stimmen, MR Phi 2 Punkt, wenn ich das einsetze, ja, dann ist das FH, stört mich ein bisschen, dass der Quadrat jetzt auftritt, aber was soll ich machen?
Ich muss das m minus m mal r m Quadrat r Quadrat g durch Theta b mal Sinus Alpha. Ich hebe also jetzt Folgendes heraus, damit es schön ausschaut. Mg Sinus Alpha hebe ich raus. Dann steht mal 1 minus Mg Sinus m r Quadrat, glaube ich, durch Theta b steht, nicht? Dann sieht man, dass das wieder stimmig ist, auch dimensionsmäßig. Nicht? Und das ist erforderlich. H erforderlich. Ja, aber wie groß ist denn die maximal mögliche Aufkraft? FH max. Die ist ja μ0, Auftreibungsziffer, mal Fn. Größer kann es nicht sein. Also muss. Und das Fn ist aber mg Cosinus. Damit die Scheibe rollt, muss also FH erforderlich sein, kleiner sein oder höchstens gleich als FH max. Ich kann also jetzt im Nachhinein kontrollieren, ob ich denn diese Bedingung x ist r mal phi überhaupt einhalten kann. Nicht? Weil wenn es zu steil wird, dann wird es anfangen zu gleiten. FH erforderlich, das heißt, es muss das mg Sinus Alpha mal den Klammerausdruck kleiner sein oder höchstens gleich dem μ0 m g Cosinus Alpha. Und das heißt nun, Tangens Alpha muss kleiner sein als mg kürzlich als μ0, und ich schreibe das jetzt so mit einem schrägen Stich, 1 minus mr Quadrat durch Theta b. Wenn das ein homogenes Rad ist, also eine homogene Scheibe, dann könnte man ausrechnen, wie groß das Theta b ist. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, aber das Theta s ist das mr Quadrat halbe, glaube ich. Und dann kommt mit dem steinerschen Satz noch ein r Quadrat dazu. Dann müsste also 3 halbe mr Quadrat sein. Dann steht da 2 Drittel, dann ist ein Drittel. Sie sehen, Sie kriegen jetzt eine Grenzneigung heraus, sodass das Rollen tatsächlich möglich ist. Das ist eigentlich genauso, wie wenn Sie sagen, naja, ich lege irgendeinen Körper auf eine schiefe Ebene. Wie stark darf ich ihn anheben, damit er nicht zu rutschen beginnt, nicht? Und das gibt es natürlich dasselbe beim Rollen. Genauso, irgendwann fängt das zu gleiten an, nicht? Weil die Hauptkraft nicht mehr ausreicht. Und im Grunde ist natürlich Rollen relativ eine komplizierte Geschichte. Wenn Sie die Bahnen der Punkte verfolgen, da sind das Zykloiden, die irgendwelche Geschwindigkeiten, Beschleunigungen haben. Nicht? Beim rollenden Rad ist es so, dass der untere Punkt Geschwindigkeit 0 hat, nicht? Der Aufstandspunkt, wenn nicht ein bisschen Schlupf da ist, nicht? Wenn man ganz genau schaut. Aber und der oberste Punkt hat eine doppelte Geschwindigkeit zur Achse. Nicht? Und dazwischen sind die anderen alle. Nicht? Und insgesamt beschreibt der Punkt ja, solche spitze Zykloiden, und die Punkte innerhalb beschreiben gestreckte, und außerhalb gibt es hoffentlich keinen. Und ja, die rollende Bewegung. Aber es ist immer dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwärtsweg gleich ist dem abgerollten Bogen. X ist R phi, ist eine kinematische Bedingung, und im Nachhinein kann ich natürlich prüfen, ob denn das überhaupt noch rollt, nicht? Auch wenn Sie ein angetriebenes Rad haben, nicht? Wenn Sie sagen, naja, also zunächst nehme ich mal an, ich habe eine Beschleunigung da infolge des Antriebsmomentes, und nachher muss ich schauen, ja, ist denn das überhaupt groß genug noch, meine
maximal mögliche Hauftreibung, damit da das Hinterrad überhaupt noch rollt. Beim Hinterradantrieb, nicht, durch die Dynamik des Vorwärtstriebes, belasten Sie ja hinten stärker. Nicht? Sie müssen also erst aus der Beschleunigung dann ausrechnen, wie groß die Aufstandskraft ist, daraus die maximal mögliche Hauftreibungskraft. Und dann müssen Sie schauen, ob Ihr Antriebsmoment wohl nicht mehr braucht, als Sie da übernehmen können.